Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 6 Ultimate Team, wo sie bitte da und wir haben richtig verkackt. Ja, und das ist in dem Fall mal keine irgendeine Phrase, sondern es ist tatsächlich so. Guckt euch das mal an. 6 Spiele verbleibend. Und wir haben 0 Punkte in Liga 1. Wir brauchen jetzt aus diesen letzten 6 Spielen 5 Siege, um überhaupt in der ersten Liga zu bleiben. Und das ist sehr, sehr schwierig und das ist auch sehr, sehr... Ja, keine Ahnung. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wir jedenfalls wechseln wieder aufs deutsche Team zurück, weil, das habt ihr schon richtig in den Kommentaren erkannt, es kann ja nicht sein, dass wir mit dem super krassen deutschen Team uns bis in Liga 1 kämpfen und dann nehmen wir in der ersten Liga, wo es richtig hart ist, irgend so eine Pimmelmannschaft. Das müsst ihr da draußen leider verstehen. Das ist eine absolut richtige Intention, die ihr da hattet. Beziehungsweise hat das jemand in die Kommentare geschrieben. Und wir nehmen Okocha mal raus und setzen Thiago aufs ZOM. So, das ist die Maßnahme für diese Folge. Und vielleicht können wir es mit diesem Team jetzt hier noch rumreißen, mit dem Deutschen. Wir haben schon großartige Dinge mit dem deutschen Team geschafft. So viel steht fest. Wir haben schon Pokale gewonnen, wir haben Titel gewonnen in der Liga. Wir sind mit diesem Team aufgestiegen in Liga 1. Und ich habe vollstes Vertrauen in das Team, dass wir den Nicht-Abstieg sozusagen noch verhindern können. Denn man muss die Chance immer dann packen, wenn sie noch verfügbar ist. Und das versuchen wir an dieser Stelle. Wir suchen einen Gegner. Und wir hoffen auf eine großartige Moment von unserer Mannschaft. Gegen den Gunners FC. Wir nehmen das weiße Trikot. Und hoffen auf ein Wunder. Denn das braucht's auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, und ich weiß, er heißt nicht Diaballa, er heißt Diballa. Ja, ich hab's verstanden. Ganz ehrlich, wie oft wollt ihr das noch in die Kommentare schreiben? Habt ihr vielleicht mal dran gedacht, dass ich das Ding im Voraus aufnehme? Und es reicht, wenn ihr das einmal schreibt? Soll ich das alles jetzt dann noch extra umvertonen für euch? Für euch, die nicht lesen können, ob das vielleicht doch schon jemand in die Kommentare geschrieben hat? Hm? Manchmal frage ich mich echt, FIFA ist eigentlich doch taktisch gesehen auch ein bisschen Sport, wo man den Krips ein bisschen für braucht. Aber zum Kommentieren auf YouTube, bei FIFA braucht man schon mal keinen Krips. Da kann man einfach jeden Scheißdreck schreiben. Manchmal ist es echt... Facepalm. So. Auf geht's. Auf dass wir dieses Spiel gewinnen. Es wird nicht einfach. Aber wir haben die Chance. Und wie gesagt, solange die Chance noch da ist, müssen wir die Chance packen. Natürlich. So muss man es machen. Schöner Pass. Beinahe. Thiago. Einfach mal drauf, komm. Vor dem Ball verlieren. Wie immer draufgeschossen da. Es ruckelt schon wieder. Was ist das denn in letzter Zeit bei FIFA? Das gibt's doch gar nicht. Dieses ständige Geruckel. Meine Fresse, ey. Kann man nicht einfach mal ein FIFA-Match machen, wo alles easy-weasy normal läuft? Nein, es muss immer ruckeln. Schön von Boateng. Und dann Fehlpass. Und dann Aubameyang. Ah. Holt sich den Ball. Nein! Ah. Schöner Pass. Boateng. Hör doch mal auf zu ruckeln, Alter. Bitte. Tor. Neuer. Das ist echt ein verschissen wichtiges Spiel und das ruckelt sich da jetzt wieder einen ab, Alter. Das ist so zum Heulen. Ja. Oh, toll. Costa ist verletzt. Sehr geil. Herzlichen Dank auch. Achtung, Debussy. 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 Alaba. Schöner Seitenwechsel. Auf Rodriguez. Ich habe auch Pisscheck nicht reingeballert. Wie der Hund am Abgehen ist da draußen. So, Robben. Schöner Pass von Rodriguez. Robben. Robben. Schade. Okay, auf geht's, Alaba. Flanke ist gut, Tschech ist da. Kann es sein, dass er ein ganzes Arsenal-Team hat? Ich habe da gar nicht so richtig drauf geachtet, aber ich glaube, der hat ganz Arsenal als Mannschaft, ne? Krass. So, Neuer kommt und ruckelt den Ball raus. Spielerwechsel funktioniert super. Klasse aufgepasst von Thiago.
Robben im Doppelpass mit Gündogan. Oh nein, falscher Laufweg. Kacke. 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 Batz. Weiß mir egal, der ist halt ein Foul. Ach, kacke. Fehlpass. Aber stark. Ah. Achtung. Und Vidal. Dieses Geruckel, ne? Was ist das? Er passt einfach. Ich mach gar nichts. Er hat einfach gepasst. Boah. Stark von Hummels. Noah. Noah. Wow. Stark. Wenn wir so weiter verteidigen, könnte es was werden mit dem ersten Sieg. Thiago, sehr weit hinten. Da frage ich mich, warum. Stark von Robben. Aubameyang muss in die Mitte. Kommt in die Mitte. Oh. Kannst du nicht einfach abrechnen, wir kriegen die 3 Punkte? Wobei, nein, eigentlich will ich ja schon clean und safe gewinnen. Eigentlich ja schon. Ach, das war schlecht. Rodriguez bleibt dran. Holt sich aber nicht den Ball. Method Ozil. Ozil. Wie sie in Spanien ja immer gesagt haben. Alter, der Hund wieder am Abgehen ist. Ah, Vorsicht, Vidal und Alaba. Jetzt wird Platz. Und er schickt Costa auf Reisen. Sehr gut, das ist kein Abseits. Costa. Robben! Robben! Ach, wollte ich gar nicht. Fuck. Hab ich. Nein. Nein, jetzt kommt der Hund hierher. Hilfe! Hilfe! Aubameyang! Den hätte er haben können. Den hätte er haben können. So. Achtung. Oh nein. Neuer. Oh, Vorsicht. Das war nicht gut. Carsola. Und Gibbs. Kellen Gibbs. Flanke kommt. Die haben wir. Okay. Alter Sami Nasri. Macht ihr den Defense King oder was? I can't believe my eyes. Ey, wir müssen ein Tor schießen, weil wenn das hier schon so rumruckelt, man weiß ja nicht, ob das besser wird oder nicht. Boah. Nicht. Na. Boah. Costa. Costa, irgendwie Costa! Gelbe Karte gibt's. Und Ecke. Flanke kommt. Ah. Ja. Ein Scheißvollzieher. Oder Fallrückzieher. Konnte schon mal probieren, aber klappt nicht. Boah, Giroud geht da easy durch wie Butter. Giroud. Giroud. Abseits. Haha, Özil, denkst du dir? I'm a main. I'm the biggest main. Robben. Aubameyang. Kopfball. Ballgewinn. Sehr gut. Wo soll der denn hin? Wer soll denn den kriegen, Digga? Hell. Nicht wundern, der Hund kommt hier zwischendurch mal in die Kammer und möchte, dass ich ihren Football da werfe, den sie da hat. Er findet sie total lustig. So, Rodriguez legt sich da an. Mit keine Ahnung wem. Also wenn das ein bisschen quiekt im Hintergrund, nicht wundern. Das ist nicht etwa meine Hose oder mein Penis. Das ist der Hund. Robben.
So. Schön gespielt, Aubameyang. Kommt vielleicht heute noch zum Ball? Man weiß es nicht. Ach, Dreck. Dödel. Oh, da darf er niemals noch durchkommen. Der war wichtig. Oh, Rom. Ah. Da muss er faster reacten. Ah, oh, das ist gut gespielt. Und das ist Tor. Naja. Manuel. Manuel Emanuelson. Sehr gut. Sehr, sehr gut gehalten. Der müssten wir haben. Haben wir auch. Costa. Komm, rein. Ja, Nasri, Alter. Nasri, Alter. Habt ihr das gerade gesehen? Hä? Hey, warum schmeißt ihr denn einfach? Alter, dieses Geruck. Ich hasse es. Da machen sich die Spieler selbstständig. Weil das Spiel dann irgendwie eine A... Also wenn ich A drücke und das reagiert dann halt einfach 10 Sekunden später, dann ist aber schon ein Wurf, obwohl ich das vorher gar nicht wusste. Und dann macht er einfach. Fix doch die verkackten Scheiß-Server, Alter. Was ist denn los mit euch? Wir haben Sonntag. Kann nicht sein, dass auf dem Sonntag die Server abscheißen. Was ist denn los mit euch? So, Rom. Ach komm, Alter, das... Cahill, ja. Ja, Cahill rennt mal eben an Robben vorbei, faul, ne? Ja. Cahill rennt mal eben Robben ab, ist klar. Jetzt kommt mir nicht mit... Das hätte er mit Costa und mit was weiß ich wem gerade noch alles gemacht. Komm schon mal, wir brauchen einen Sieg. Ein Unentschieden bringt uns einen Feuchten. Oh, doch nicht zum Gegenspiel. Ja, und Aubameyang rennt weg. Sikim! Schikidim. Stark von Rodriguez. Und jetzt. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt Aubameyang. Nein! Ah, Elfmeter. Nein, natürlich nicht. Hör doch auf zu ruckeln. Ja! Warum denn nach da unten? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum nach unten? Costa hatte so einen geilen Laufweg gehabt. Mal gucken, ob der ankommt. Nee, der kommt nicht hin. Der kommt niemals an. Das sag ich dir. Kein Foul. Hau ihn weg. Fuck. Oh nein. Oh naja. Hä? Alter. Kann er nicht sein, ey. Ja. Wisst ihr, was ich immer so geil finde? Er spielt dann immer so, ich habe das Gefühl, bei ihm ruckelt es überhaupt nicht. Bei ihm ruckelt's null, aber bei mir, oder was? Mal so wie der spielt, das kannst du gar nicht spielen, wenn es so ruckelt. Das geht überhaupt gar nicht. Schönes Tor dennoch. Ach ja, natürlich, Alter. Plötzlich ist er wieder durch und ist wieder weg. Es ist einfach nur zum Kotzen. WTF?
Oh Gott. Foul. Ja. Weißt du, er hat so ein Glück, dass der abgefälschte Ball von mir sogar immer noch bei seinem Spieler landet. Das kann doch nicht sein, ey. Er trifft den Ball nicht. Tja, und Koscielny wieder at its best, oder was? Koscielny, der beste Sprinter auf Erden, weißt du? Ja, komm. Fick dich, FIFA, Alter. Ernsthaft. Und fixt eure verschissenen Dreckserver, Alter. Ihr nehmt Billionen ein mit diesem Spiel. Wollt ihr mir was von Next Generation Gameplay erzählen, wenn das rumruckelt wie in den 50ern, Alter? Ja, siehst du, da rastet sogar der Hund aus. Unfassbar, ey. So, dann ruckeln wir mal auf zum Abpfiff. Das nächste Spiel verloren. Es ist so zum Kotzen. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir hätten es nicht verloren, wenn wir Dingens hier. Wenn es nicht so geruckelt hätte. Weiß ich nicht, ob wir es dann auch verloren hätten. Auf jeden Fall fick ich dieses Spiel irgendwann noch. Es kotzt mich extremst an. Es ist die dritte 1:0 Niederlage. Und das ist das zweite Spiel, wo es ruckelt, als wenn die irgendwelche Server... Was weiß ich? Wo haben die denn stehen, Alter? Irgendwo in Hawaii? Das kann's nicht sein. Ernsthaft nicht. Das kann es verdammt nochmal nicht sein. Für was kaufe ich mir so eine verfickte 400-Euro-Konsole? Dafür, dass ich den EA-Game spiele, wo wieder die Server ruckeln? Komm, Alter. Zum Kotzen. Meine Fresse, ey. Unfassbar. Naja. Liegt aber alles nur daran, dass ich einfach schlecht in FIFA bin. Ja, deswegen ruckeln auch die Server. Weil das mein Skill quasi ausgleichen muss. Ne? Also mein nicht vorhandenes Skill. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.